Hallo zusammen, ich hier ist wieder euer Chiller und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, das wir uns jetzt im Patch 10.07 holen können und dazu müssen wir eine kleine Quest reinmachen und was für ein Toy es sich handelt, will ich euch mal zeigen. Wir haben ein Toy hier schon mal im Inventar und zwar Demonstration der Stärke. Und was macht das? Baumsturmwurf, Ausrufezeichen, hat 2 Minuten Abklingzeit. So, bevor wir uns das angucken, wo können wir das Ding herbekommen? Wir müssen eine kleine Questreihe machen. Und zwar ist es die Questreihe, die wir jetzt hier mit dem Patch eingeführt gekriegt haben, wo wir Bane in die Ebenen von Onara begleiten müssen. Die Quest könnt ihr in Tal Drassus annehmen. Und zwar da, wo ich jetzt gerade stehe, auf den Koordinaten 50, 57. Und ja, ich kann es euch mit einem Twink mal zeigen. Ich habe den da mal hingestellt. Da hier beim Brunnen, ne, haben wir dementsprechend jetzt hier eine Taurendame stehen. Beim Main ist die jetzt schon weg, weil ich die Questreihe schon erledigt habe. Und die Quest schimpft sich einmal eine Schuld, die beglichen werden muss. Und das sind, ich habe es jetzt nicht mitgezählt, aber ich würde jetzt mal schätzen, so 15, 20, 25 Quests um Dreh rum. Viertelstunde, halbe Stunde, je nachdem, wie schnell er da durchprügelt, braucht er da, denke ich mal. Ja, also eine halbe Stunde sollte es eigentlich schaffen. Die Quests spielen alle hier in der Ebene von Onara und haben mit Bane bzw. dem Konflikt mit den Zentauren zu tun. Und ja, weiter will ich es jetzt nicht spoilern. Sprich, wenn ihr die Quest hier annehmt und die komplette Questreihe zu Ende spielt, gibt es am Ende ein Achievement. Und zwar kriegt ihr dann hier einen Neuanfang. Das ist diese Bane-Questreihe mit alter Hass. Und zusätzlich gibt es am Ende dann auch noch dieses nette Toy. Und das werden wir uns jetzt mal angucken. Lernen wir hier einmal. Und schauen mal, was das gute Stück macht. Also, es steht jetzt hier nicht sonderlich viel dran. Einfach nur Baumstammwurf. Das testen wir jetzt mal. Okay, kann ich da... okay. Wir werfen halt tatsächlich einen Baumstamm. Interessant. Steht hier auch so ein Baumstamm rum. Alles klar. Okay, die Tauren haben ja immer so einen Stamm am Rücken, oder zumindest Bane. Und das ist bestimmt so ein bisschen darauf angelegt. Sieht ganz cool aus tatsächlich, wenn man dann einfach so einen Baumstamm rumwirft. Aber ich habe jetzt nicht genau gesehen, ob der, wo der aus dem Charakter rauskam. Ne? Der ist auf einmal geflogen. Ja, ist auf jeden Fall eine schicke Sache. Und ja, wenn ihr dementsprechend einfach die Questreihe einmal durchballert, kriegt ihr auch dieses schicke Toy. Das war es soweit mit dem kleinen Toy Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.